Funda und Christoph dürfen auf unsere Kosten in den Urlaub. Harter Job, oder? Aber sie haben vor Ort nur 150 Euro. Wer trotz knappem Budget den schöneren Urlaub erlebt, gewinnt. Hallo. Für ein verlängertes Wochenende geht es für Christoph nach Athen und für Funda nach Lissabon. Im Gepäck je 3 Aufgaben. Besteige den schönsten Aussichtspunkt zu Fuß. Okay, da würde mir aber bei Lissabon was einfallen, tatsächlich sofort. Ja? Ja. Ich gebe dir nur den Tipp halt nicht. Komm, sag schon. Henna, hör zu. Akropolis wäre bei mir ein bisschen zu einfach, oder? Ja, das wäre zu einfach. Nein, es muss schon was Ausgefallenes sein. Erkunde dein Reiseziel mit einem Local. Oh, das ist toll. Das macht Spaß. Das sind so, da kriegst du Sachen zu sehen und Orte zu sehen, die man sonst nicht genau findet. Genau. Esse 3 lokale Spezialitäten. Okay, das kriegen wir hin. So, hier, bitteschön. Dankeschön. Danke, ja, alles klar. Gute Reise. Mach und sei nicht traurig, wenn du verlierst. Das sehen wir dann am Ende. Nach knapp 2,5 Stunden landet Christoph bei milden 15 Grad in Athen. Da ist sie. Die Sonne. Ist das schön. Ich muss jetzt unbedingt ganz schnell in die Stadt fahren, um diesen schönen sonnigen Tag hier noch auszunutzen. Los geht's. Ein Taxi? Leider zu teuer. Christoph entscheidet sich für die Metro. Aber auch das Metro-Ticket reißt schon das erste Loch ins Budget. 10 Euro? Das finde ich ganz schön viel, ehrlich gesagt. Aber okay. Knapp 40 Minuten braucht die Metro in die Innenstadt. Von dort geht's zu Fuß weiter zur Unterkunft. Die hat sich Christoph über Airbnb gebucht. Hier müsste es sein, Nummer 20, genau, okay. So, ich habe mir nämlich eine Ferienwohnung gebucht. In der Nebensaison super günstig. Und jetzt soll ich hier irgendwie per Code reinkommen. So, das ist ja schon mal gut. Im Haus bin ich schon mal, aber einen Schlüssel habe ich noch nicht. Hallo. Für 2 Nächte bezahlt Christoph hier 80 Euro. Dafür hat er die komplette Wohnung für sich alleine. Highlight, die Dachterrasse. Okay, wow. Das ist krass. Mit Blick über Athen. Völlig for free. Habe ich Blick von meiner Dachterrasse auf die Akropolis? Das ist ja super abgefahren. Funda, beat this. Für Funda geht es von München mit dem Flugzeug in die Hauptstadt Portugals, nach Lissabon. Wer in der Nebensaison mindestens 2 Wochen im Voraus bucht, kann Flüge für 100 Euro ergattern. Die Flugzeit beträgt knappe 3 Stunden. Um schnell in die Stadt zu kommen, nimmt Funda nicht die Metro. Nein, Funda gönnt sich einen Privatshuttle. Und das mit nur 150 Euro Urlaubsgeld in der Tasche. Wird da jemand übermütig? Was hab ich für ein Glück. Also in kürzester Zeit von München nach Lissabon, hier scheint die Sonne. Ich habe über die Seite, über die ich gebucht habe, auch noch Hoteltransfer bekommen. Das heißt, die Kohle habe ich mir auch noch gespart. Also so kann es gerne losgehen. 15 Minuten später hat Funda ihr Domizil erreicht. Das Hotel hat sie über booking.com gebucht. Es liegt mitten im Stadtzentrum und kostet nur 76 Euro für 2 Nächte, Frühstück inklusive. Dank Nebensaison. Okay, ui, sehr überschaubar. Sehr süß, sehr klein. Ich komme mir ein bisschen vor wie in Japan. Okay, das ist mein Zimmer. Einen kleinen Haken gibt es dann doch. Der wunderschöne Ausblick. Aber sonst ist doch fein. Also ganz ehrlich, für das Geld ist das völlig in Ordnung. Funda möchte keine Zeit vertrödeln und gleich die erste Challenge angehen. Dafür nimmt sie die beliebte Tram 28E. Die fährt durch die schönsten Altstadtviertel der Stadt. Hier findet Funda bestimmt auch ihre erste lokale Spezialität. Das sind jetzt so ganz kleine Gassen, durch die wir fahren. Und ich glaube, wir fahren dann bis zum Wasser und fahren dann so eine schöne Runde. Und das Ganze echt für ein Apfel und ein Ei.
Für 3 Euro bekommt Funda eine Stadtrundfahrt in historischem Ambiente. Es fühlt sich echt an wie, wie in einem Freizeitpark, in so einem Fahrgeschäft. Während Funda noch Lissabon erkundet, ist Christoph schon etwas weiter. Über die Seite Spotted by Locals findet er eine traditionelle Taverne. Hier gibt's zwar keine Karte, dafür Wirtin Natascha. Kalispera, hello. Kalispera. Hi. Hi. What is there? Ich möchte was Lokales essen. Was gibt es da? Als Vorspeise gibt's einen echten Klassiker: griechischen Salat. Good appetite. Thank you, da geht's schon los. Es ist so einfach, aber so genial, ne? Ich könnte gerade ausflippen vor Glück. Ich habe Riesenhunger und richtig Lust auf diesen Salat. Natascha hat aber noch eine echte Athener-Spezialität parat. Sucukakia. Sag noch mal, wie? Sucukakia. Wenn das mal nicht meine erste lokale Spezialität ist, die ich abhaken kann. Fantastisch. Er schmeckt fantastisch. Sucukakia sind Hackfleischwürstchen aus Schwein oder Lamm. Traditionell gibt es die in pikanter Tomatensauce mit Kümmel und Zimt. Das lassen wir als lokale Spezialität auf jeden Fall gelten. Oh, warte. Funda ruft an. Hallo? Hallo! Hey, bist du angekommen? Wow, das sieht ja fantastisch aus. Wo bist du? Sollst du da sein, wo du bist? Ich dachte mir, ich zeig dir schon mal, wo ich hin möchte. Ah, fantastisch. Das ist der Ort, wo Lissabon nach Rio aussieht, ne? Das ist die Christusstatue von... Exaktamente. Genau, haben sie nachbauen lassen. Ich bin jedenfalls schon zum Abendessen übergegangen, weil es so dunkel war. Ich als Deutscher muss um 18, 19 Uhr muss ich mein Essen bekommen. Und jetzt schau mal ganz kurz hier, wie schön das aus. Kannst du das sehen? Oh mein Gott, ich bin so neidisch. Ich muss es kurz dem Team zeigen. Oh. Hallo, ich habe was zu essen und ihr nicht. Du, dann lasse ich dich hier essen. Guten Appetit. Tschüss. Ciao. Das sieht schon auch schön aus bei ihr. Also das ist jetzt nicht der Blick aus der Höhe, aber der ist schon echt Wahnsinn. Da vorne ist die Statue, da ist die Brücke. Oh, das sieht echt irre aus. Das gefällt mir so richtig gut hier. Den Sonnenuntergang am Tejo gibt's gratis. Doch Fundas Magen knurrt, also auf in Richtung Altstadt. Über TripAdvisor hat sie ein kleines, verstecktes Restaurant gefunden. Hier möchte sich Funda von der portugiesischen Küche überraschen lassen. Das ist es. Oh mein Gott. Endlich gefunden. Ich bin hier jetzt echt ganz schön rumgeirrt. Aber es ist ganz cool, hier herumzuirren, ehrlich gesagt. Wenn man am Ende an seinem Ziel ankommt. Ich habe nämlich Hunger. Das Restaurant lockt mit Fado, traditioneller portugiesischer Musik. Der Haken, Mindestverzehr 25 Euro. Egal, Funda ist hungrig und bestellt. Als Vorspeise gönnt sie sich Schafskäse. Der hat auch in Portugal eine lange Tradition und wird noch von Hand hergestellt. Erste Spezialität, check. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch überstehen soll, weil wenn ich das so richtig ausrechne, dann bleibt mir nicht mehr wirklich viel Geld übrig. Das schon am ersten Abend. Eieieiei. Mein Vater hat immer gesagt, spare nicht am Essen. Wir rechnen nach. 27 Euro kostet Fundas Menü. Zum Hauptgang gibt es noch Fisch, ebenfalls typisch portugiesisch. So ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt, weil die Menge doch sehr überschaubar ist. Vor allem kostet das 19 Euro. Und jetzt ist mir klar, man zahlt für den Gesang und nicht für das Essen. Tja, hinterher ist man immer schlauer. Christophs Portion ist definitiv üppiger. Doch mit dem Ambiente und der portugiesischen Musik kann er nicht mithalten. Und wie steht's eigentlich um sein Budget? Hier, die Rechnung ist inzwischen auch gekommen. 12,50 Euro für das alles. Da kannst du nicht knurren. Ich bin pappsatt und hab richtig Lust auf die nächsten Tage. Tag 2 in Athen. Sommerliches Wetter mitten im Januar.
Mit der U-Bahn fährt Christoph zu seiner ersten Aktivität. Das Tagesticket kostet 4,50 Euro. Eine der Aufgaben heißt ja, ich soll einen schönen Aussichtspunkt über die Stadt genießen. Die Akropolis ist das, was mir da natürlich als allererstes einfällt. Aber das lasse ich selber nicht gelten. Es gibt hier verschiedene Berge und das ist der Lika Betos. So heißt er, der höchste Berg der Stadt. Toller Ausblick über Athen und vor allem angeblich auch auf die Akropolis. Gehen wir jetzt mal gucken. Damit Christoph den Aufstieg schafft, gibt's aber erstmal Frühstück. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, wenn man in einer Ferienwohnung statt einem Hotel wohnt. Es gibt morgens kein Frühstücksbuffet, da muss ich mich selber drum kümmern. 3,80 Euro für ein Cappuccino und die nächste lokale Spezialität, Burrata. Riecht süß und lecker. Tatsächlich heißt das süße Gebäck zwar Bugazza, aber das lassen wir trotzdem gelten. Hauptsache, es gibt genug Energie für den Aufstieg. Könnte anstrengend werden. Ja, Christoph, 277 Höhenmeter musst du hochlaufen. Schummeln gilt nicht. Teleferik, ist das eine Seilbahn? Können wir die nehmen? Zu Fuß. Aufgabe ist zu Fuß. Nee, stimmt. Ah, stimmt. Echt? Aber ich sehe hier gar keinen Weg. Hier gibt's keinen Weg. Wir müssen die Seilbahn nehmen. Es gibt bestimmt einen Weg. Ich kann die Frau mal fragen gehen. Is there a way to... Gibt es auch einen Fußweg? Really? Ja, da hinten lang. Nix schade. So lautet nun mal die Aufgabe. Außerdem kostet die Seilbahn 7,50 Euro. Das passt sowieso nicht ins Budget. Los geht's. Ich muss mir noch was ausziehen. Es ist so warm, ich schwitze. Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Das ist ganz, ganz wunderbar. Das fühlt sich nach Sommer an, ey. Wunderbar. Uff. 15 Grad. Für Christoph T-Shirt-Wetter. Endlich geschafft. Da ist die Akropolis. Das ist schon echt ein chefmäßiger Ausblick. Lohnt sich total. 20 Minuten hier hoch, fantastische Aussicht, noch besser als von meiner Dachterrasse. Und es ist komplett kostenlos. 0 Euro für das hier. Funda steuert in Lissabon derweil eine kleine Bäckerei in der Innenstadt an. Hier wird die bekannteste Süßspeise Portugals verkauft. In dem Laden werden die Pastéis gebacken und dann direkt auch frisch verkauft. Mit den Blätterteig-Pudding-Törtchen hat Funda ihre dritte portugiesische Spezialität abgehakt. Die Pastéis de Nata gibt es pro Stück für 1,20 Euro. Innen weich. Geschmack. Wahnsinn. Ich kann nur jetzt die nächste Viertelstunde nicht mehr reden, weil da klebt alles. Läuft doch wie am Schnürchen. Was macht die Konkurrenz? Ich grüße dich. Schau mal hinter mir. Ich habe einen fantastischen Blick über Athen. Die Sonne scheint. Das fühlt sich ganz, ganz wunderbar an. Und weißt, was das Beste ist? Der Weg hier hoch auf den höchsten Berg von Athen ist komplett kostenlos. Habe ich zu Fuß gemeistert. Das heißt, ich kann jetzt definitiv hinter die erste Challenge einen Haken machen. Wie sieht's bei dir aus? Sonne genieße ich nicht, weil die Sonne ist irgendwie leider verschwunden. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich habe jetzt die leckersten Pastéis gerade gegessen. Check. Und jetzt übertreffe ich diesen Ausblick. Auf der anderen Seite des Tejo thront die Cristo Rey-Statue. Funda nutzt ein Tagesticket für 6,40 Euro, um ans andere Ufer zu kommen. Dann ist aber Laufen angesagt. Schließlich soll sich Funda ihren Ausblick ja erarbeiten. Jetzt habe ich es gleich geschafft, bin oben bei der Statue. Ich hoffe, dass der Ausblick dann richtig toll ist. Die Jesus-Statue thront seit 1959 über Lissabon und zieht zahlreiche Touristen an. Kann Funda ihren Kontrahenten mit diesem Ausblick neidisch machen? Hey Christoph, so, ich bin jetzt hochgelatscht und bin auf der Plattform, auf der, warte, ich zeig's dir, die Statue steht, die Kopie von der in Brasilien. Und das hier ist die mega coole Brücke, wie ich finde. Die erinnert so ein bisschen an San Francisco oder Istanbul. Ist echt cool. Also das ist mein Blick für dich. Ich hoffe, es gefällt dir.
Damit setzt auch Funda einen Haken hinter Challenge Nummer 2. Selbst mit Wolkendecke lohnt sich der Ausblick. Eine Challenge ist aber noch offen. Und Christoph arbeitet bereits daran. Über Airbnb möchte er einen Local kennenlernen. Und ich hatte beim Buchen meiner Ferienwohnung gesehen, dass ich auf der Seite tatsächlich auch Guides und Locals quasi kontaktieren und direkt buchen kann. Zweistündige Entdeckung mit Kostas. Das klingt nach einem Local auf jeden Fall. Und das klingt total gut. So eine The Hidden Stories, Secrets of Athens. Gesamtkosten. 1 Euro. Hä? Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Los geht's, Kostas, ich komme. Kostas. Kostas, hey, ist ja wie ein Blind Date. Nice to meet you. Kostas Touren bietet seine Touren täglich an. Im Sommer kosten die zwischen 17 und 20 Euro und sind fast immer ausgebucht. In der Nebensaison testet Kostas neue Touren. Für 1 Euro darf Christoph Versuchskaninchen spielen und bekommt eine private Stadtführung. 2 Stunden geht's durch kleine Gassen und versteckte Winkel, wie das Stadtviertel Anafiotika. Hier fühlt man sich plötzlich wie auf einer griechischen Insel und das mitten in der Stadt. Zum Abschluss hat Kostas für Christoph noch einen ganz besonderen Ort. Jetzt zeige ich dir einen Ort, den nicht mal die Einheimischen kennen. Er ist ganz versteckt. Eine Kirche. Erstmal nichts Besonderes. Bist du bereit? Dann komm. Große Kamera muss draußen bleiben, hörte ich gerade. Versuch mal was mit der Selfie-Cam. Okay. Eine geheime Kirche unter der Stadt. Hier mussten Christen ihre Gottesdienste im Geheimen abhalten, als das Christentum vor über 1000 Jahren verboten war. Die heutige Kirche wurde einfach oben drauf gebaut. Du hast echt Glück. Die Chance, das hier zu sehen, bekommen nicht viele. Wow. Definitiv ein Abenteuer. Ein weiterer Vorteil von Locals, man erfährt, wo es das beste Souvlaki der Stadt gibt. Weißt du was? Ich lade dich ein. Das war unglaublich. Das hätte ich selbst alles nie entdeckt. Danke. Das Essen für beide kostet Christoph knapp 13 Euro. Sein Budget schrumpft. Seine Aufgabe, triff einen Local, kann Christoph aber abhaken. Das möchte Funda jetzt toppen. Seiten wie Airbnb bieten mittlerweile auch sogenannte Entdeckungen an. Also das klingt für mich nach einem Versprechen. Mhm. Ich habe den Local, ich habe einen schönen Sonnenuntergang und gut, ich zahle 30 Euro, aber ich schätze jetzt mal, dass es sich lohnt. Ja? Das Versprechen, eine unvergessliche Tour auf dem Techo mit Blick auf die Stadt. Getränke sind inklusive. Also von da volle Kraft voraus. Ich freue mich jetzt so. Anna und Pedro sind die Kapitäne an Bord. Vom Hafen in Belem segeln sie in Richtung Altstadt. 2 Stunden darf Funda diesen Ausblick genießen. Und ganz nebenbei erfährt sie noch einiges über die Geschichte von Lissabon. Lissabon hat eine mehr als 2000 Jahre alte Geschichte. Zuerst waren die Phönizier hier. Dann die Römer, Griechen, Araber und dann endlich wir Portugiesen. Ein gelungener Abschluss von Tag 2. Einziges Manko, die Bootstour lässt Fundas Budget ziemlich schrumpfen. Es bleiben ihr nur noch wenige Euro für den letzten Tag. Immerhin hat sie alle Aufgaben erfüllt. Morgen entscheidet das Budget, wer Urlaubschampion wird. Was macht die Konkurrenz? Der Christoph! Ich sehe bei dir schon wieder Wasser im Hintergrund. Was ist denn da los? Da? Ach, du bist auf einem Boot! Jawohl! Genau! Okay, wie krass! Okay, jetzt schnalle ich das erst. Wie siehst cool. du das? Ja. Und warte, das ist unser Kapitän. Hallo! Hallo, Kapitän! Warte, ich komm noch mal hier rüber. Hi. That's my colleague. Hi. He's in Athens right now. Okay. Okay, das ist schön. Hey, wenn ich noch mal ganz kurz fragen darf, so ein Segeltörn klingt für mich erstmal wahnsinnig teuer. Nein. Du verausgabst dich doch. Ich bin zwar, glaube ich, jetzt pleite oder so, aber nein, es hat noch ins Budget reingepasst.
Tatsächlich, okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich will nicht zu viel verraten, aber es wird auch langsam knapp bei mir. Oh mein Gott, das ist so schön, das zu hören. Also mach's ja. Gut, schöne Grüße. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh Gott, das ist jetzt das Schönste, was ich gehört habe, dass er bald wahrscheinlich keine Kohle mehr hat. Tja, nicht nur Funda ist knapp bei Kasse. Doch der Siegeltörn mit Ausblick, definitiv ein Highlight für sie. Letzter Tag in Athen. Christoph sucht nach seiner letzten Spezialität. Die muss er noch abhaken. Ich will jetzt frühstücken. Seit 1886 hatte die historische Markthalle keinen einzigen Tag geschlossen. Hier gibt es fast alles, aber leider kein Frühstück. Doch Christoph wird in einem kleinen Café um die Ecke fündig. Hallo. Kalimera. Ich suche etwas zum Frühstücken. Christoph bestellt Lokumades, ein Gebäck aus frittiertem Hefeteig, das an Donuts erinnert. Die Konditorei bereitet das Rezept seit 100 Jahren traditionell zu, mit Honig und Zimt. Das Ganze kostet ihn zusammen mit einem Cappuccino 5,50 Euro. Ist gut. Ist wahnsinnig fettig. Aber es ist gut. Die Kalorienbombe lässt Christophs Budget schrumpfen. Außerdem muss er noch 10 Euro für die Fahrt zum Flughafen bezahlen. Funda steuert nach einem kostenfreien Frühstück im Hotel in Lissabon die LX Factory an. Das alte Fabrikgebäude soll abends zum coolsten Ort der Stadt werden. Zugegeben, tagsüber wirkt es etwas einsam, aber Funda hat einen bestimmten Laden im Auge. Kein Candy Shop und auch keine Buchhandlung. Nein, hier gibt es Ölsardinen. Das ist der coolste Laden, den ich je gesehen habe. Okay, jetzt ist klar, was ich mit meinem letzten bisschen Geld anfange. 5 Euro kostet dieses Souvenir in der Konservendose. Funda ist pleite. Und wie schaut es bei Christoph in Athen aus? Es ist Zeit für die große Abrechnung. Mal gucken, wie es Funda so ergangen ist. Hola! Ich grüße dich. Erzähl mir mal von deinem Trip. Wie war Lissabon? So alles in allem finde ich es echt schön hier. Ja, Christoph, jetzt kommen wir mal kurz zu den Tatsachen. Ist so, ne? Ja. Wer fängt an? Machen wir Xing Shang Chong? Oh Gott, okay, ich fange an, ja? Ja. Ich bin pleite. Was heißt das? Du hast gar nichts mehr? Nichts, kein Cent, gar nichts mehr. Wow, also ich meine Glückwunsch, das muss man sich erst mal trauen bei so einer Challenge. Dann kann ich jetzt einfach freudig verkünden, dass ich gewonnen habe. Ich habe nämlich noch knapp 10 Euro. Ah! Wir sehen uns bald wieder, ich freue mich von da. Ciao. Mach's gut, tschüss. Athen und Lissabon sind auch zur Nebensaison ein super Reiseziel. Dank Apps und Blogs haben unsere Hosts ganz einfach schöne Geheimtipps gefunden. Schlemmen lässt es sich in beiden Hauptstädten. Preistechnisch hat Athen allerdings die Nase vorn.